Mich begeistert die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Freiheit, die Solidarität, die unter den Ländern zurzeit am Wachsen ist, die Zivilgesellschaft, die gerade aufwacht und etwas unternimmt und aktiv wird, um die EU auch weiterhin zu erhalten. Ich möchte genau diese Sachen wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Sicherheit und Frieden auch weiterhin meinen Kindern auch garantieren können. Und ich glaube, wenn wir jetzt in der Zeit nicht aktiv werden, dann werden wir wirklich was versäumen in der Zukunft. Und ich will mir das nicht vorwerfen lassen. Also ich will wirklich dann, wenn ich alt bin, dann sagen können, ich habe wirklich mein Bestes getan und habe darum gekämpft. Ich bin sehr froh, wenn ich Menschen begegne, die EU-kritisch sind und auch konstruktiv sind, weil wir wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Das heißt, es muss auf jeden Fall etwas geschehen, dass man die Europäische Union reformiert, dass man Wege findet, auch wie man das machen kann, ja, als Bürger. Es ist wichtig, sich mit denen auseinanderzusetzen und in diesen Dialog mit einzuschließen. Das machen die Pass of Europe-Bewegung auf jeden Fall immer bei den Kundgebungen. Es ist jeder eingeladen und ganz besonders eben die Menschen, die kritisch sich zur EU äußern wollen, ja.